Die Pressekonferenz nach dem Zweitbundesligaspiel Fortuna Düsseldorf gegen den Karlsruher SC. Begrüße ganz herzlich beide Trainer und bitte Christian Eichner um seine Einschätzung. Ja, vielen Dank. Guten Tag nochmal an alle. Zunächst mal Glückwunsch an meinen Kollegen und an Fortuna Düsseldorf zu einem aus meiner Sicht verdienten Heimerfolg. Ja, das Spiel hat, glaube ich, von Anfang an gezeigt, was der Gegner heute vorhat, was er die letzten Tage auch mehr oder weniger angekündigt hat, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen, gewinnen müssen. Und darauf waren wir natürlich vorbereitet, aber nochmal, es bleibt ein Sport unter Menschen, es bleibt Fußball. Da kommt die eine Mannschaft mal richtig, richtig gut ins Spiel. Sie war wach, sie war griffig, sie war bereit und ja, hatten aber immer eine Wirkung beim Gegner. Das dann bei meiner Mannschaft und da haben wir ja extrem darum gebettelt beziehungsweise auch gekämpft, um das Gegentor zu vermeiden. Draußen hat man immer so ein Gefühl, das war bei mir, wir haben das Schlimmste überstanden. Dann haben wir dann noch selber gemacht. Also von dem her war die Anfangsphase klar auf Seiten vom Gegner eine hochverdiente 1-0-Führung. Dennoch hat das Tor, und das ist im Leben komischerweise auch öfters mal so, in so Situationen, wo man so mit dem Rücken zur Wand steht, wo man so ein bisschen, ja, jetzt nehmen wir das Ding mal in die Hand. Das haben dann auch wir getan und sind dann immer mehr und immer besser ins Spiel gekommen. Der Gegner hat Fortuna Düsseldorf par excellence gemacht dann, was sie letztes Jahr schon für mich überragend gemacht haben. Dem Gegner den Ball überlassen in Bereichen, wo im Fußball, wo nicht über Punkte und über Tore entscheidet. Trotzdem haben wir immer mehr auch den gegnerischen 16er gefunden und ja, sicherlich für Düsseldorfer Blickwinkel vielleicht etwas überraschendes Tor gemacht, aber das ist so ein Charakterzug meiner Mannschaft, dass man sie, glaube ich, nie aus dem Spiel hat, sondern immer wieder auf der Hut sein muss, vielleicht auch für diese Liga, um zurückzukommen. Danach war es das Spiel, das ich mir von Anfang an erhofft hatte. Wir haben die Spielkontrolle und den Spielverlauf offen und müssen auf den Punkt da sein, um ja, diese Ankündigung vom Gegner dann so ein bisschen als Bumerang zurückzuwerfen, die ich übrigens verstanden habe. Also bitte nicht falsch verstehen, diese Ankündigung, das ist völlig normal gewesen. Ich wiederhole es nur nochmal an der Stelle. Und dann musst du bereit sein für das 1-2 und das haben wir nicht gemacht. Und haben ein paar Dinge in der Halbzeit angesprochen. Und trotzdem auch wieder des Trainers Gefühl, der Gegner kommt wieder besser rein, der Gegner ist wieder da, der Gegner ist wieder bereit. Und eine der Szenen, die wir tunlichst vermeiden wollten, führte dann zum Eckball, zum 2-1. Wieder in diesen Block reingespielt, dass der Gegner haben will, Umschaltaktion über eine enorme Qualität, die sie dann da auch haben. Dann ein Eckball, der dann so ein bisschen, wer den Fußballsport beobachtet, der kennt das vielleicht. Manchmal spielt man Standards ohne Gegenspieler im Training. Die sind immer gut. Die klappen auch oft. So auch beim Gegner heute. Und auch ähnlich wie am Anfang, als der Gegner dann zweimal alles getroffen hat, was nicht nied- und nagelfest war im Stadion, haben wir dann zu guter Letzt nochmal die Möglichkeit, ihn zu klären. Aber heute, glaube ich, sollte es dann so sein, dass er dem Gegner dann in der Aktion nochmal vor die Füße fällt und dann haben wir den Spielverlauf hergegeben. Und der Spielverlauf in dieser Liga herzugeben ist tödlich, den Spielverlauf gegen Fortuna Düsseldorf herzugeben ist doppelt tödlich. Und ja, warum zeigt das dritte Tor aus dem, ja, auch wieder ganz einfach, schöner langer Ball, schön verlängert, quer gespielt, Begleitschutz, 3-1, eigentlich der Haken dran in diese Geschichte. Und deswegen verdient sich der Gegner heute diesen Sieg. Kompliment auch, muss ich an der Stelle sagen, ans große Rund. Das war extrem ruhig für die Situation. Ich hatte mir da früher, darf man mir glaube ich nicht verübeln, ein wenig Unruhe gewünscht bei dem Spielstand. Das war mal ganz, ganz kurz, als Philipp Hofmann alleine vor dem Tor steht. Das gehört zum Fußball ja auch dazu, dass man das nutzt als Auswärtsmannschaft. Und das hatte ich mir für die zweite Halbzeit eigentlich mit der Mannschaft dann auch so ein bisschen ins Heft geschrieben, dass wir das immer mehr, wird es kommen, je länger das Spiel geht, je länger es 1-1 steht und dass wir eigentlich bekannt dafür sind, dann auswärts
dann auch Spiele auf unsere Seite zu ziehen, das ist, glaube ich, bekannt gewesen. Deswegen ärgert es mich sehr heute, dieser Spielverlauf. Wir müssen losgelöst an ein paar Dingen arbeiten, die, Achtung, ganz wichtig für alle Beteiligten, die sich mit dem KSC beschäftigen, systemunabhängig sind. Es ist im Fußball so ein bisschen Einzug oder hat Einzug gehalten, dass man ja mal das System wechselt, mal boah, der ist ganz cool, der wechselt dreimal, der Trainer ist ganz mutig, der spielt mit zwei Stürmer. Wenn du nicht wach bist, wenn du nicht bereit bist, wenn du nicht klar bist, scharf bist, gibt es ganz tolle Begriffe für diese Geschichten, dann kannst du mit acht Stürmern spielen. Interessiert kein Mensch. Du musst bereit sein, dein Tor mit deinem Leben zu schützen. Das machen wir momentan nicht. Und daran gilt es, den Hebel anzusetzen. Wir fahren jetzt nach Hause und kommen am Dienstag wieder, allerdings nicht zu euch, sondern ein paar Kilometer kürzer, werden am Mittwoch wieder das Bestmögliche versuchen, ohne Runde weiterzukommen in Leverkusen. Das ist ganz gut, dass es am Mittwoch wieder weitergeht. Euch alles Gute. Ich wünsche es euch, dass ihr tabellarisch dahin gehört oder hinkommt, wo der Kader, glaube ich, auch seinen Anspruch hat. Und dafür alles Gute. Und es wird allerdings in der Liga wahrscheinlich wild bleiben. Dankeschön. Vielen Dank, Christian Eichner. Christian heißt auch unser Trainer. Wie beurteilst du die 90 Minuten? Ja, ist ja eigentlich alles gesagt worden. Finde, dass wir heute einen verdienten Heimsieg gefeiert haben. Wir haben ein tolles Heimspiel gemacht. Wir haben tatsächlich formuliert, dass wir den Schwung aus letzter Woche, wo es ja nur ein Punkt war, aber weil es Energie hatte, das haben wir ja die Woche sehr thematisiert, was das mit der Saison auch machen kann. Und ich finde, dass wir extrem gut im Spielen waren. Ich glaube, nach 5 Minuten hatten wir 5 Eckbälle für uns, dass wir einfach signalisiert haben, wir wollen nach vorne spielen. Und dann hatten wir das dieses Jahr schon häufiger, dass wir mehr oder weniger aus dem Nichts das 1-1 bekommen, wo dann auch Ruhe im Stadion war. Dann kann die Stimmung tatsächlich ein kleines bisschen kippen und dann haben wir auch die große Chance zu überstehen gehabt, wo wir dann individuellen Fehler machen. Aber ich bin froh, dass wir dann in die Halbzeit gekommen sind. Und in der zweiten Halbzeit war aus meiner Sicht dann das gleiche Bild. Haben nach vorne gespielt, waren mutig und das bezeichnet so ein bisschen das 2-1. So, das Pfosten, Latte, Pfosten, keine Ahnung, wie oft das dann hin und her ging. Und dann haben wir dann doch über die Linie gedrückt. Und das war so die Signalwirkung für die letzten 30 Minuten dann. Und dann haben wir ein tolles drittes Tor geschossen, wie ich finde. Hätten dann gerne noch ein bisschen ruhiger das machen können. Vielleicht sogar noch eine Möglichkeit, zwei Möglichkeiten zu bekommen. Aber bin sehr zufrieden. Personell möchte ich den Tim Oberdorf dann doch hervorheben, weil er ja dann auch sein allererstes Spiel von Anfang an gemacht hat heute. Hat das sehr souverän gemacht und klar. Und da will ich gleichzeitig so ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, dass wir da jetzt nicht zu viel mit ihm machen. Er hat es gut gemacht. Das haken wir jetzt ab und dann geht es dann auch für uns im DFB-Pokal Mittwoch weiter. Ich möchte mich für die Glückwünsche bedanken und wünsche dem KSC für den weiteren Verlauf alles Gute. Sollte es Fragen geben, bitte ein Handzeichen, dann haben wir ein Mikro da. Gianni Costa für die Rheinische Post ist der Erste. Herr Preußer, Sie haben ja ganz oft theoretisch erklären müssen, wie Sie eigentlich spielen wollen und am Ende dann aber immer da gestanden und keine Punkte gab. Wie fühlt sich denn das jetzt an, jetzt auch einfach mal den Ertrag eingefahren zu haben? Ich bin erleichtert, wenn ich ehrlich bin, weil wir den Spielverlauf dann heute auch wieder so hatten, wo wir gut im Spiel waren und auf einmal steht es 1-1. Also so Erleichterung würde ich es mal definieren, finde aber dann trotzdem auch verdient und ja, das dritte Tor, das geht in die Richtung, dass wir Balleroberung haben, dass wir nach vorne spielen, dass wir gemeinsam verteidigen. Verteidigen haben wir in den letzten Wochen dann nicht so gut gemacht. Von daher, das fühlt sich gut an, aber gleichzeitig müssen wir das nächste Woche und übernächste Woche und 3 Wochen auch wieder so auf die Platte bekommen. Und daran gilt es dann zu arbeiten. Weitere Fragen? Eine der kürzesten Pressekonferenzen, die ich bisher geleitet habe. Macht nichts, geht gleich wahrscheinlich noch weiter. Herzlichen Dank an beide Trainer und einen schönen Abend. Alles Gute, danke. Dankeschön.